Vocês me lembram falando as Snoop Dogg no Yiddish after internet. As vus einen unsere jüdische Podcasten. Vus einen unsere jüdische Televisieprogramme. Vus einen unsere jüdische Filmen. Was nicht von amol, nur von heint. Der Pfarrer so ich euch. So ich euch. Ihr hört nach Reis. Ihr hört nach Reis zum jüdischen Volk und zu der jüdischen Sprache. Ihr schafft Videos. Heute habe ich zugegriffen, ein kleines Video wegen einer chassidischen Meisele, was der Rebbe erzählt in Cheder Jünglich. Also ich hoffe, ihr werdet auch noch haben von dem und müsst mir wissen, was ihr meint. Kinderlich, kommt sie! Ich will euch erzählen am Maßen. Amulige Zeiten sind nicht gewesen, also behaupt. Bis man kriegt Videos auf YouTube und solche Nachrichten. Es ist gewesen ganz anders. Es ist gewesen eine Zeit, wenn jüdische Kinder haben gar nicht existiert. Kein Jiden, kein Goyim sind nicht gewesen. Als man geht zurück, ein paar Millionen Jahre, ist kein Mensch nicht gewesen auf der Welt. Unsere Uwus Abusaini sind damals gewesen, die kleinen Malpelich, die Monkeys, die haben gelebt in der Wald. In wilde Chais. Das sind unsere Tage gewesen, wilde Chais. Und als man geht zurück, noch ein paar Millionen Jahre, sind gewesen die Dinosaurs. Riesige Lizards und solche. Eine Sache wie Sie sollten gewinnen, so groß wie ein Binion. Gibt es einen Kick auf die riesigen Dinosaurbeine. Es ist aber ein treuriger Maß im Drei. Ein größer Stein vom Himmel, ein Asteroid, ist er abgeflogen, hat sie alle ausgeharrt. Mit mehrlich 65 Millionen Jahre zurück. Kinderlich, als man geht weit, weit zurück. Hinderte Millionen Jahre sind nicht gewinnen, kein Dinosaur, auch nicht. Nicht gewinnen, kein Chais, kein Cockroaches. Er füllen nicht gewähnt in Bäumen und Pflanzen. Mit ein paar Billionen Jahren zurück sind er bloß gewähnt die kleinsten Bakterien. Single-celled Organisms. Was man kann, er füllen nicht sehen in der Tropenwasser. Und alle Pflanzen und Chais und lebendige Sachen stammen ab von die kleinsten Bakterien von Amo. Es wird mich fragen, von wie sind gekommen die Bakterien? Weil ich entkämpferin? Also ich weiß nicht. Keiner weiß nicht, aber die Scientists arbeiten schwer, die auszufigurieren eine solche Größe verraten. Muschel, was gewinnt Fadenbakterien? Es ist gewinnt gar nicht. Eine größere Blotte. Aber es gewinnt Wasser. Und das wird ermöglicht, also das Leben soll sie kennen unheim. Aber es gewinnt eine Zeit, denn kein Wasser ist auch nicht gewinnt. Am Unheim ist die Welt gewinnt eine feierliche, brennende Sache. Gemacht von ein bisschen Material, ein bisschen Häume, was die Sinn hat nicht daran gezogen in sich. Und als man geht zurück auf 5 Millionen Jahre, ist schon kein Welt und kein Sinn nicht gewesen. Es ist nur gewesen in der Häume allein, was der Keuch von Gravitation, von Gravitatie hat zu neu getrieben, was soll sich drehen in einem Kreis. Was ist gewesen beim Samenbereich von dem ganzen Kosmos? Mit den Eirich 15 Billionen Jahre zurück, ist gewesen ein größer Knall, ein Big Bang. Es hat geplatzt. Und es ist rausgekommen von dem kleinen Pintel als Ding, was du bis in Hand gegen tun. Und was ist gewesen früher? Und wie soll das geschehen? Endlich, was will ich entzogen? Ich weiß nicht. Aber der Eibischte soll helfen, als jüdische Kinder sollen solche sein, als die Scientists sollen ausforschen im Indien und sollen der Geier zu dem, als wir sollen so wissen, die allertiefste Säudes von der Welt, um mein.